Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. In diesem Teil der kleinen Serie zum Thema Trainingspläne geht es um die Regeneration, um die optimalen Regenerationszeiten. Ich glaube, dieses Video ist der Kern des Ganzen, der Kern der Problematik, wenn es um Trainingspläne geht. Ich habe ganz viele Trainingspläne von euch gesehen, die mir geschickt wurden, die mir zugesendet wurden per E-Mail oder irgendwie als Kommentar auf meinen Videos gepostet wurden. Ich denke, das grundsätzliche Problem bei den Trainingsplänen ist, dass die Regenerationszeiten oftmals viel zu kurz sind. Man muss sich einfach vor Augen halten. Die Muskeln wachsen nur in der Ruhephase. Das Training hat lediglich die Funktion, den Trainingsreiz zu setzen, den Muskeln eine Belastung zu geben und daraufhin passen sich die Muskeln diesen Belastungen an. Das heißt, die Muskeln wachsen und werden dann irgendwann mit diesen Belastungen umgehen können. Du merkst es daran, dass dir die Übungen leichter fallen, dass du in der Lage bist, mehr Gewicht zu bewegen, mehr Wiederholungen zu machen und so weiter. Vergessen wird einfach, dass die Muskeln eben nur in der Ruhephase wachsen. Das heißt, wenn du eine Muskelgruppe ermüdet hast oder einen Muskel ermüdet hast, musst du diesem Muskel die Möglichkeit geben, auch wirklich zu regenerieren, um dann wieder zu vollen Kräften zu kommen, um eben dann erst die nächste Trainingseinheit zu absolvieren. Wo liegt jetzt das Problem in der Praxis? Das Problem liegt darin, dass oftmals Trainingspläne wie hier trainiert werden. Ganz ehrlich, wer so trainiert, der wird am Anfang vielleicht einen kleinen Schub erleben, aber wird bei weitem nicht das Maximale aus sich rausholen. Wer das jetzt noch nicht ganz erkannt hat, wir haben hier am Montag ein Oberkörperprogramm, Brust, am Dienstag, also am darauffolgenden Tag, schon wieder ein Oberkörperprogramm, Rücken, und am Mittwoch haben wir schon wieder ein Oberkörperprogramm, nämlich Schultern. Am Donnerstag die Arme und am Freitag werden die Beine trainiert. Dieser Trainingsplan bringt nichts, weil viele Muskelgruppen auf darauffolgenden Tagen schon wieder beansprucht werden. Es kommt zum sogenannten Übertraining. Ein Übertraining führt dazu, dass man die Muskulatur schädigt, dass man letztendlich an die Muskulatur rangeht. Die Muskulatur wird nicht maxen, es werden keine Muskelberge entstehen. Ganz im Gegenteil, möglicherweise schädigt man der Muskulatur auch noch und man führt quasi dazu, dass die Muskulatur sich selbst verwertet. Wie kannst du das Ganze besser machen, fragst du dich jetzt vielleicht. Du solltest in jedem Fall darauf achten, dass zwischen Oberkörpertagen, also zwischen einem Tag, einer Trainingseinheit, bei der Oberkörper trainiert wird, und einer weiteren Trainingseinheit, bei der schon wieder der Oberkörper trainiert wird, mindestens 48 Stunden Pause dazwischen sind. Das heißt, die Regenerationszeit für den Oberkörper sollte mindestens 2 Tage betragen. Wenn du merkst, dass du nach 48 Stunden immer noch Muskelkater hast oder einfach merkst, dass der Muskel noch nicht vollständig regeneriert ist, dann darfst du dir auch ruhig 3 Tage, also 42 Stunden Regenerationszeit bieten. Festzuhalten ist also, dass die Regenerationszeiten zwischen einer Trainingseinheit Oberkörper und der nächsten Trainingseinheit Oberkörper mindestens 48 bis 72 Stunden dauern sollten. In der Praxis ist es dir natürlich möglich, am darauffolgenden Tag ein Beinprogramm zu absolvieren. Das heißt, du hast hier ein Oberkörperprogramm am Montag beispielsweise Brust, am Dienstag beispielsweise Beine und am Mittwoch bist du in der Lage, Rücken zu trainieren. Da hast du schon an 3 Tagen sehr viel Training untergebracht, aber dadurch, dass du quasi in der Mitte schon diesen Beintag hast, ist dein Oberkörper in der Lage, doch so zu regenerieren, dass du eben nicht die Muskeln wieder selbst verwertest, dass du also nicht die Muskeln angehst, sondern zum Muskelaufbau kommt. Und in diesem Bereich bist du natürlich auch schon haarscharf am Übertraining vorbei. Das heißt, du trainierst sehr, sehr viel und mehr darfst du auf gar keinen Fall trainieren. Kurz auf die Problematik des Übertrainings einzugehen. Ein Übertraining ist immer dann der Fall, wenn du zu viel trainierst, wenn du deine Muskulatur überforderst. Dann wachsen die Muskeln nicht, ganz im Gegenteil. Es kann sogar passieren, dass die Muskeln kleiner werden, dass die Muskeln quasi selbst verwertet werden. Dieses Übertraining ist bei vielen Leuten, die mit ganz viel Motivation, mit ganz viel Ehrgeiz herangehen und sich sagen, viel bringt viel, oftmals der Fall. Beim Übertraining kann es dann passieren, dass die ein oder andere Muskelgruppe wächst, aber insgesamt passiert wenig und insgesamt bleibst du auf jeden Fall unter deinen Möglichkeiten. Ich möchte es jetzt nochmal sagen an dieser Stelle, die Muskeln wachsen nur in der Ruhephase, von daher ist es eben so wichtig darauf zu achten, dass die Ruhephase, die Regenerationszeiten auch eingehalten werden und dass du in der Zeit dich gut ernährst, gut regenerierst und dann erst dann zum Training gehst, wenn dein Körper den nächsten Trainingsreiz auch haben möchte, wenn er ihn erst vertragen kann.
Das ist die Kunst des Ganzen. Wer sich jetzt sagt, wo kriege ich einen guten Trainingsplan her? Es gibt viele gute Trainingspläne im Internet, es gibt auch viele schlechte Trainingspläne im Internet. Ich habe unter www.ilovebodybuilding.de schon ein paar Trainingspläne von mir eingestellt, werden in nächster Zeit noch viele neue dazukommen. Das heißt, das ist so ein Projekt, was ich nach und nach aufbauen werde, dass ihr euch eben die Trainingspläne dort downloaden könnt. Wie gesagt, da findest du schon mal gute Trainingspläne. Ansonsten achte wie gesagt darauf, dass nicht Oberkörpertrainingseinheiten aufeinander folgen, dass du eben in der Lage bist, optimal zu regenerieren, und höre immer auf deinen Körper, was die Regenerationszeiten angeht. Das heißt, wenn du wirklich einen Muskelkater hast, gehe nicht zum Training, weil du dir vorgenommen hast, nach 2 Tagen wiederzugehen, sondern versuche wirklich deinem Körper die Regenerationszeiten zu bieten, die er auch verdient hat, die er auch braucht, um Muskeln aufzubauen. Um jetzt nochmal auf die Frage einzugehen, wie sieht es denn aus, wann dürfen sich die gleichen Trainingseinheiten wiederholen? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema. Sie sollten sich frühestens nach 6 Tagen wiederholen dürfen. Es gibt andere Quellen, die sprechen davon, dass nach 10 Tagen der optimale Zeitpunkt ist, um eben die gleiche Trainingseinheit wieder anzugehen. Ich tendiere auch dazu zu sagen, nach 8, 9, 10 Tagen darf sich die Trainingseinheit wiederholen. Das heißt, man sollte in so einem 8-, 9- oder 10-Tage-Schema sein, je nach Trainingsplan, je nach Split und je nach Regeneration, also nach persönlicher Auffassung. Das war es dann soweit von mir zum Thema Regeneration. Schau dir noch ein paar andere Videos zu dieser kleinen Serie von mir an. Ich würde mich freuen, wenn du mir hier unten in diesem Bereich eine positive Bewertung gibst. Das war es dann. Viele Grüße, Simon.